Hallo und herzlich willkommen im Wald. Kleines Dankeschön-Video. Ich sag gleich schon mal zuerst, vielen herzlichen Dank. Ich kann es leider jetzt nicht ausprobieren, weil die Waldbrandgefahr echt viel zu hoch ist, um da jetzt noch rumzuspielen mit. Wäre ja ohnehin nur für Notfälle gedacht. Aber ich habe was geschenkt bekommen. Ne? Und zwar, fangen wir mal mit dem Harmlosen an. Das kann ich auch noch nicht so ausprobieren, wie ich das gerne würde, weil mein Weiblein gerade nicht bei mir weilt. Demzufolge holen wir das nach, sobald wir uns das nächste Mal sehen. Und zwar geht es um etwas, das man braucht, um stilvoll im Wald was trinken zu können. Tada! Ich habe halt gerade keinen Wein da, aber es eignet sich auch für das übliche schwarze Wasser aus dem Schwarzwald, das nicht wirklich aus dem Schwarzwald kommt. Ich bin gespannt, wie viele Leute mir jetzt wieder in die Kommentare schreiben, dass ich ein schlechter Mensch bin, weil ich Cola trinke. Ich weiß, ja, das macht mich unglaublich schlecht. Jedenfalls zum Wohl. Ich finde, es trinkt sich hervorragend aus diesen Gläsern, weil, das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen, die haben einen, na, stellst du scharf? Ja, danke. Einen schön runden, dünnen Rand. Ne? Also es trinkt sich da einfach gut raus, ohne dass einem die Soße dann gleich außen am Kelch runterläuft oder im Bart hängen bleibt oder sonst wie. Also ich trinke da jetzt sehr gerne draus. Ne? Ja, doch, sehr, sehr angenehm zum Trinken. Und das sind eben zwei, ne? Damit Frau E. mittrinken kann. Ich finde die Bezeichnung Frau E. inzwischen selber lustig. Also ich habe ja schon verraten, dass sie Evelyn heißt, aber Frau E. ist irgendwie auch cool. E-Punkt. Ha! Ich muss gar gestehen, ich habe auch solche Weingläser aus Lexan, also so einem Kunststoff. Da kann man auch noch den Griff abschrauben und oben reinstecken. Lässt sich super transportieren. Auch gut zum Frau beeindrucken im Wald. War nicht notwendig bei ihr, aber potenziell kann man das damit tun. Was die aber den großen entscheidenden Nachteil haben, ist, sie machen nicht. Die klingen ja wirklich toll. Die klingen ja besser als Glasgläser. Also daran könnte ich mich gewöhnen. Und das ist auch ein guter Ersatz für die Klangschale, die ich bei Videos, die Deeskalation bedürfen, tendenziell ja eigentlich häufiger einsetzen wollte, die ich aber im Wald selten dabei habe. Aber diese Gläser kann ich dann alternativ verwenden und die sind toll. Also da bin ich wirklich sehr begeistert von. Insbesondere der Klang ist halt super. Es trinkt sich da wirklich sehr angenehm draus. Ich merke auch keinerlei irgendwie geschmackliche Dinge. Ich vermute, das Zeug ist aus Edelstahl. Kann man schon durchaus tragen, insbesondere wenn man bloß so ein kleines Picknick im Wald vorhat. Ich weiß nicht, was so ein Ding wiegt. Vielleicht 120 Gramm, 150, vielleicht auch 200. Ich weiß es nicht. Ist echt schwer einzuschätzen. Also super leicht sind sie nicht. Aber das macht auch wirklich gar nichts. Und ich bin da wirklich sehr begeistert von. Vielen herzlichen Dank. Also die sind toll, da freue ich mich sehr. Ich stelle sie mal da vorne hin. Könnt ihr mal sehen. Toller Anblick, ne? Nee, aber das ist wirklich super. Tolle Idee. Herzlichen Dank. Und auch da freue ich mich ja sehr drüber. Ich hatte es auch schon mal selber im Internet entdeckt. Hatte auch überlegt, soll ich das mal ausprobieren? Bengalfeuer. Ne? Also mal erstens mal wichtig. Bengalfeuer. Das ist nach mir benannt. Zweitens, also wie gesagt, ich werde da jetzt den Teufel tun, da jetzt bei der hohen Waldbrandgefahr, die wir jetzt gerade haben, damit rumzuspielen. Wirklich, ich werde den Teufel tun. Grundsätzlich vermute ich schwer, dass ich das deswegen bekommen habe, weil ich ja immer meine, bei diversen gefährlichen Tieren, die im Wald so auftreten können, sei es sinnvoll, in irgendeiner Form die übliche Magnesium-Seenot-Rettungsfackel, so rum, mit sich zu führen, um dann gegebenenfalls, wenn der Wolf angreift oder zumindest so aussieht, das könnte er jeden Moment angreifen und man steht sich gegenüber und man hat noch Zeit, um irgendwie zu reagieren auf die Begegnung mit dem wilden Tier oder auch bei einer Wildsau, wäre das ja potenziell auch möglich. Wenn man dann sowas dabei hätte, könnte man das Deckelchen abziehen, ich weiß nicht, ob ich den dann hinterher wieder drauf kriege, doch, glaube ich schon, sich in Ruhe
dieses Teil hier anzünden. Ihr seht die Zündschnur, hoffe ich. Ja, da ist sie. Und dann quasi damit dastehen, funkensprühenderweise. So, und bevor ich jetzt wieder eine böse Altersbeschränkung auf dieses Video bekomme, das dann ab 18 ist, weil der Ben gesagt hat, man könnte mit Feuer spielen, weise ich noch darauf hin, dass hier ist für Abgabe an Personen unter 12 Jahren verboten. Also ab 12, also ne? Die Altersbeschränkung bitte auf ab 12 machen, liebes YouTube, nicht auf ab 18. Das zu Schaustellen ist unbedenklich. Und nur im Freien verwenden, ja, im Wald, naja, es ist halt für Notfälle, ne? Bei hoher Waldbrandgefahr. Also ich persönlich würde es mir wirklich, wirklich, also jetzt, so wie es jetzt, wie bei der Trockenheit, die wir jetzt gerade haben, würde ich es mir wirklich dreimal überlegen, ob ich auf die Idee komme, mit sowas einen Wolf abwehren zu wollen. Oh, schwierig, echt schwierig. Aber generell, wenn es jetzt halt nicht gerade super ultra trocken ist, halte ich das für eine super tolle Methode, um tatsächlich gegen Raubtier oder Wildsau oder gefährliches Tier aller Art, auch einen Bär wird sich wahrscheinlich erstmal erschrecken, wenn du so ein Teil anzündest und damit rumwedelst. Bin ich ja schon von überzeugt, dass das wahrscheinlich helfen würde. Keine Ahnung, wie lange die brennen. Aber was ich eigentlich sagen wollte: Rauch nicht einatmen, ja, ist klar. Schutzkappe entfernen, Bengalfeuer senkrecht und jetzt kommt's. In weiche Erde oder anderes nicht brennbares Material, zum Beispiel Sand, stecken. Ja, 1 Meter mindestens entfernen. So, jetzt ist aber allgemein bekannt und da sage ich jetzt auch niemandem was Neues, so Teile hält man auch schon mal in der Hand. Ne? Da hat der eine oder andere schon mal jemanden, sicherlich, insbesondere bei Fußball, ganz böse. Also Fußball per se ganz böse, ich kann damit nichts anfangen, tut mir leid. Aber bei Fußballspielen darf man das, glaube ich, auch dringendst nicht verwenden, wenn man da mit sowas dann rumwedelt und so weiter und so fort. Ich kenne mich aber überhaupt nicht aus. Aber jedenfalls, daher habe ich das auch schon mal gesehen, wusste, dass es solche Handfackeln farbiger Art gibt und wusste ebenfalls, dass man die auch in der Hand halten kann. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, was ich aber deutlich erspüren kann, ist, also die Füllung von dem Ding geht maximal bis hier. Mehr ist da nicht drin. Der Rest hier ist nur Paperdeckel. Und wenn ihr mir das jetzt ganz unten anfasst, kann ich mir nicht vorstellen, dass man, auch wenn es anders in der Gebrauchsanweisung steht, müssen sie ja auch so hinschreiben, dass man sich da wirklich nennenswert verletzen kann, wenn man das so in der Hand hält. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber, liebe 12-Jährige, nicht nachmachen. Bitte irgendwo in ein nicht brennbares Objekt, nicht im Wald, insbesondere nicht, wenn es sehr trocken ist, stecken. Mindestens 1 Meter weit entfernen und dann mit einem langen Stock anzünden. Nein, ihr könnt das jetzt auch anzünden und dann 1 Meter weit entfernen. Jedenfalls sehr cool. Ich habe aus meiner großen Pyromanenzeit an Silvester, ich habe da so viel Pyromanie betrieben, dass ich inzwischen die letzten 4-5 Jahre überhaupt kein Feuerwerk mehr gemacht habe, weil ich mir denke, es ist rausgeschmissenes Geld und was soll der Schwachsinn. Wobei ich prinzipiell Feuerwerk schon toll finde. Ich bin da nur, was das angeht, inzwischen etwas konsumtechnisch auf einem anderen Level angekommen, dass ich da bei dem Quatsch nicht mitmachen muss. Aber grundsätzlich ist Feuerwerk natürlich was ganz, 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 ganz Tolles. Ich sehe das auch super gerne. Es ist halt aus energetisch, produktionstechnischen und Klimagründen halt wirklich ein bisschen fragwürdig geworden. Nichtsdestotrotz als Survival-Gegenstand sind die natürlich ganz, ganz, ganz großartig und ich freue mich auch wirklich aufs Ausprobieren, werde einen verwenden zu Testzwecken, selbstverständlich das Ganze kameratechnisch dokumentieren, sobald das geht. Ne? Es ist immer noch zu trocken. Es wird wahrscheinlich erst im Herbst wieder möglich sein, mit sowas dann eben entsprechend auch in einem wohlgemerkt geschützten Bereich des Waldes. Ich habe da so einen Steinbruch zum Beispiel, wo man gut mit Feuerle rumhantieren kann, wo man das auch so halbwegs darf. Oder es geht auch auf dem Acker. Ich weiß es noch nicht, aber jedenfalls irgendwie so, dass es moralisch, ethisch-moralisch vertretbar ist, werde ich das auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Eins. Und eins hebe ich mir auf und nehme es mit, wenn ich das nächste Mal im Wolfsgebiet, also im realistische Chance, die immer noch super gering ist, einem Wolf zu begegnen, Wolfsgebiet bin. Ne? Ich wohne hier theoretisch auch im Wolfsgebiet, aber die Frage ist, ob wir überhaupt noch einen da haben. Es hat sich lange keiner mehr gemeldet bezüglich dem Wolf, den es hier theoretisch geben soll. Man weiß es halt nicht. Sind es schon mehrere? Sind sie schon alle wieder weg? Hat sich jemand geschossen inzwischen? Wir wissen es nicht. Aber theoretisch wohne ich ja noch im Wolfsgebiet. Vielleicht sind es ja auch ganz viele inzwischen. Ja, mal gucken. Ja, vielen herzlichen Dank. Also nochmal, das coole Idee, verdammt coole Idee. Freue mich, probiere ich aus.
Man muss ja schon dazu sagen, die echte Magnesium-Seenotrettungsfackel, die anders heißt, egal, hat ja noch den Vorteil, im Vergleich zu sowas, kostet das bestimmt 30-fache mindestens, aber hat den Vorteil, dass man wirklich nur die Haube abnehmen muss und dann geht das Ding schon an. Wäre also nochmal ein Ticken schneller einsatzbereit und die brennen, glaube ich, auch mit Sicherheit nochmal ein bisschen länger als so ein Teil, könnte ich mir gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, zum Ausprobieren sowieso toll und da ich mir eine Magnesium-Seenot-Rettungsfackel, die anders heißt, sowieso nie hätte kaufen wollen, ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz hervorragende Alternative und wie gesagt, ich freue mich sehr und insbesondere auch eben über diese hier. Ich bin gespannt, was die Evelyn dazu sagt, die ja, wie gesagt, nicht da ist. Sie ist sogar so sehr nicht da, dass sie sogar meine Videos nicht gucken kann. Und deswegen habe ich eine Chance, sie mit diesen Teilen tatsächlich zu überraschen, bevor sie sie im Video gesehen hat. Ha! Mal gucken, ob das klappt. So, jetzt trinke ich noch ein Gläslein, ein Kelchlein. Dann mache ich mich auf den Heimweg. Vielen Dank und... Ah! Tschüss!